So, jetzt habe ich das Trollharz. Jetzt kann ich das hier bei dem Dingens einsetzen. Entwirre die Schachfigur. Na, endlich. Das Spiel habe ich ja schon fast vermisst. Achso, es sind keine zwei verschiedenen. Lass mal sehen. Der hat... Können wir den so und den so ziehen? Kann ich den wieder rausnehmen? So, der hat jetzt eine Verbindung zu dem. Ich muss erstmal so ein äußeres Gerüst schaffen, wisst ihr? So, dann können wir nämlich das innere Gerüst darauf ausbauen. So, das gleiche Spielchen jetzt hier, ne? Mal gucken, da fuhr sogar der ein. Echt? Krass. Muss ich den so und den so stellen ungefähr? Dann kann ich den stellen und den in die Mitte und den nach hier oben. So, jetzt wird es interessant. Wenn ich den nach hier stellen soll. Die haben... Jetzt grundsätzlich eine automatische Überschneidung? Hey? Okay, 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 okay. Wer ist denn das? Der hier, der muss irgendwie hier hin. So. Das wäre jetzt so ein zweiter Ring oder sowas. Da haben sie sich aber auch wieder einen ausgedacht. Hä, wie soll denn das gehen? Ich muss die, alle, die so verbunden sind, irgendwie in das Dreieck hier reinziehen. Das Dreieck muss noch größer werden, weil da noch mehr rein muss. Ich glaube, das wird ein äußeres Dreieck. Kann das sein? Boah, da haben sie sich aber auch schön komplizierten Quatsch ausgedacht, mal wieder. Ihr macht das mal so groß, wie es eben geht. Kriegen wir hin.
Ich glaube, somit das größte Problem ist, hier wirklich die Übersicht zu behalten. Oh. Hey, wisst ihr, was das überspringen wird? Das ist albern. Ich meine, da die Übersicht zu behalten, bei so viel Schachfiguren oder so einem kleinen Fältchen. Und jetzt? Der Schrein summt. Hä? Und nü? Sophia, ungesehen, ich bin hier. Ja. Liebe Sophia, du stehst wahrlich in der Gunst der Waldgöttin. Das Orgel kann widersprechen. Ich hatte eine Vision unserer Göttin. Sieh die Stimme wieder. With a gentle sigh, the soughing of the wind, the oracle breathed life again. My children, my gathered friends. Here before you, the light in the dark. Ich mache mir jetzt erstmal was zu trinken. Ich habe keinen. Ich habe Durst. Lend her your hands. A false king to uncover, a deception to render asunder. She must return to the Goblin Kingdom in a disguise that none might wonder. Ah ja. Sophie wird jetzt ein Kobold. Verehrter Sophie, beschaffe uns den Heiligen aus dem Eingang eine Fiole Glückswasser und eine Spore des verehrten Pilzes. Bringe mir diese Dinge, dann stehe ich einen Trank. Tarentrank für dich hier. Der Schlüssel zum Heiligen rein. Danke. Kann ich jetzt da rein die Verschlüsselungstafel hier anbringen? Jetzt muss ich den Code. Bitte? Okay, ich soll ein rotes. Rotes Stoppzeichen, ja. Die Lösung in der Mitte. Rotes Stoppzeichen, ja. Scheint die Lösung in der Mitte? Eins, zwei, drei, vier, oder was? Zwei. Aber ich brauche eigentlich nur vier rot. Nee, was? Was soll jetzt die Lösung sein? Oh Gottchen, Leute, was ist das denn wieder? Wie die Räder oben und richtig drehe. Erscheint die Lösung in der Mitte. Versteht das wer? Ich meine, alles, was ich sehe, ist dann das gleiche, normal. Hä? Ich habe gerade überhaupt keinen Ansatz. Ein Finger gehoben, gelb. Entschuldigung, was soll ich hier machen? Bin ich gerade der Einzige, der das nicht versteht? Ich meine, ganz ehrlich, das ist hier
zwei, drei. Der hier? Oh Gott! Jetzt habe ich es verstanden, aber das ist wieder sehr, sehr kryptisch. Pass mal auf, hier. Ich habe hier die rote 3. Rot nach unten. Kriegst du 2 blau. Ich habe hier 1 gelb. Ergibt 4 grün. Und die 1, 1. Grün. Wie gibt das denn gelb? Ey. Alberner Scheißquatsch, ey. So. Ja. Kann ich jetzt auch raus? Oh, danke. Kann ich ja doch öffnen. Nein! Hilfe! Ich kann das nicht! Hallo? Ich bin zu dumm für sowas. Das sage ich auch immer wieder. Bis mir alle glauben. Ich glaube, es glauben mir schon alle, oder? Da, guckt mal, ich glaube, so gut war ich in so einem Spiel noch nie. Es stimmen schon ein paar Kacheln. Das mache ich nicht. Da bin ich nie fertig mit. Nicht du schon wieder. Beim Lichte Juras, what are you buying? Ich dachte schon, ich komme nie mehr aus der Kiste heraus. Oh, hallo. Danke, dass du mich gerettet hast. Hältst du zufällig an einer wunderschönen Kristallfiole? Sie kostet nur 4 Koboldtaler. Sakraler Glockenklang, dass wir uns ausgerechnet hier begegnen. Darf ich fragen, was dich in das Schloss geführt hat? Wurdest du eingesperrt? Nein, nur dies war einmal ein beliebtes Ausflugsziel. Ich wollte nur ein paar Andenken verkaufen, um mir Zutritt zu verschaffen. Möchtest du diese Kristallfiole kaufen? Sie ist säureständig. Sag mal, ich helfe dem Typ dauernd und der will immer nur, dass ich ihm dann Sachen abkaufe. Was ist das für einer? So, dass jeder Pilz den bekommt, den er sich wünscht? Bitte? Ach, ich muss die Pilze fragen, was sie gerne hätten. Was für Drogen waren da im Spiel? Ich mag kleine Lichter, die nachts funkeln. Sterne. Du machst Sterne. Und du? Ein Händchen. Und du? Tageslicht, das ist die Sonne. Ganze Nacht warm halten. Feuer? Ein Mond, du willst einen Mond. Du hast schon einen Mond. Was verhilft uns zur Gerechtigkeit? Eine Waage? König amüsieren, dann kriegst du eine Krone und. Rosen. Vogel. Und die anderen beiden muss ich gerne mehr fragen, weil die schon richtig sind. Haha. Ich habe einen Koboldtaler. Danke. Danke. Oh ja, Sporen auch noch. Da ist noch ein... Hi. Ja, dafür wollte ich die Fiolen, ist schon klar. Dann gehe ich jetzt noch hier in die Mitte. Zu dem Riesenpilz. Nein, der Riesenpilz ist plötzlich verschwunden. Das ist ja das Geld. Singende Pilze.
Wie könnte ich sie wecken? Mit einer Taschenuhr. Das Tick-Tack macht dich wahnsinnig. Singende Pilze. Erfreue sie, dann singen sie und führen dich durch das Labyrinth. Singende Pilze. Hi, ihr Fliegenpilz. Hubert, wie aufregend. Dann singen sie? Okay. Ist klar, mir fehlt trotzdem noch ein Koboldtaler, oder? Hast du irgendwelche Klauen? Oh, da oben ist auch noch was. Danke. Das habe ich nicht gesehen. Finde und sammle alle passenden Tautropfen parallel. Ja, eins dieser langweiligen Superrätsel. Die sie irgendwie in dieser Reihe ziemlich gerne mögen. Ich meine, jeder kann sehen, dass am Ende der Weiße übrig bleibt. Wie viel reines Tauwasser ist das für die Pilze? Oh nein. Okay. Das war jetzt vielleicht nicht so clever. Oder doch? Man weiß es ja nicht so genau. Also, das läuft gerade ausgesprochen gut. Was soll ich sagen? Nein, ich habe Fehler gemacht! Okay, wer kann auch sowas ahnen, dass die da oben dann festhängen können? Okay. Ich muss am besten erstmal die loswerden. Nee, das klappt ja auch nicht. Ich wollte eigentlich erzählen, wie gut ich in sowas bin, aber nein, anscheinend nicht. Aber guck mal, wer da gerade seinen Ruf rettet. Bitte? Sie meint, sie abzupft? Bist du bescheuert? Ich gehe jetzt. Jemand will, dass er dich abzupft. Das ist eine Kristallviole. Wäre mich mal wieder hier, ich werde es einpacken. Hör mal, du kehrst doch nicht hier zufällig wieder ins Kobold-Reich zurück, oder? Es ist sehr gefährlich dort, hier entstehen Krümmelsäure und für König Krummel sorgt für viel Unruhe und Zwist. Es ist nicht sehr beliebt und man munkelt, dass König Krummbein noch im Lande weilt. Krummel greift halt gegen Widerstände durch. Falls du schon fährst, denkst du, stehst daran, dass du Freunde hast. Leb wohl. Ja. Yeah.
Hoheit, das Geschenkpapier, mit dem der Händler die Fiole eingeführt hat, gehörte zu einem Koboldladen. Ich glaube, es ist ein Boot. Toller Service. Okay. Unfertiges Boot. Toll, wir haben nicht sehr viele Ansätze. Ja, das ist ein Teil. Und wenn das ein Teil ist, könnte das der dazugehörige sein. Und der hier kommt hier hinten in die Ecke und der dazwischen oder so. Nee, der kommt eher nach da oben. Und der hier dazwischen. Ganz klar. Okay. Plan 1 oder so. Entschuldigung. Was jetzt? Entschuldigung. Hören die hier zu? Ich muss hier über den Plan einen anderen Plan drüber legen? Ja, ja, warum auch nicht? Ja, ja, warum auch nicht, ne? So baut man ein Boot. Großartig, Hoheit. Die Pläne sind fertig, jetzt können wir das Boot vervollständigen. Ja, ja, das können wir wohl. Warum fragt sich eigentlich keiner, warum Sophie mit einer komischen Eule rumrennt? Na gut, probieren wir es mal so. So, so und so. Jetzt fahren wir so Boot. Ich weiß zwar noch nicht wohin. Achso, ja richtig, der Tarntrank. Ja, ja, Tarntrank. Ötige Fioglückswasser, Spore des verehrten Pils, ein Tarntrank. Ja, ich habe reines Tauwasser. Der Tenorpilz benötigt seine Sauwasser. Aber die anderen benötigen anderen Quatsch. Gibt der mir vielleicht was dafür? Ich weiß es nicht. Na, hier. Ach, du komponente Oval. Hoheit, dort auf dem Boden liegt eine Pilzpinzette. Ja. Die richtigen Flecken? Also die, die anders aussehen als die anderen, ja? Oha. Da. Ja gut, der war wieder offensichtlich, ja? Da, der hat einen blauen Punkt in der Mitte. Der Basspilz sieht einsam aus. Liegt ein wenig müde. Was? An die richtigen. Beweg die an die richtigen Tanzpositionen.
Der ist verzweifelt. Bitte was? Ja, ich gebe dem da eine runde Linse oder was? Entschuldigung, macht das irgendwo Sinn? Also, das ist jetzt ein Wimmelbild, verstehe. Ich hätte es nicht besser hinbekommen. Als diese großartigen Programmierer. Ich meine, macht diese ganze Pilz-Story jetzt gerade für irgendwen wirklich ansatzweise Sinn? Wo ist der letzte blöde dicke Käfer? Der uns so viel Stress macht. Ach so, der ist der ganze Schirm. Klar, das hätte ich ja sehen können. Eine holde Maid ging rechts am Horizont allein. So gut und rein, so recht und fein. So grad heraus, so stark, so lieb. Niemals linkisch wie ein Dieb. Dort am Monde oben mag sie sein. Also rechts, rechts, geradeaus, links, oben. Rechts, rechts, geradeaus, links, oben. Rechts, rechts, geradeaus, links, oben. Sieht, rechts, rechts, geradeaus, links, oben. Rechts, rechts, geradeaus, links, oben. Rechts. Rechts. Geradeaus. Links. Um. Hurra! Du hast das Labyrinth überwunden, Hoheit. Herzlichen Glückwunsch! Eine Spore des verehrten Pilz. Und dann jetzt zurück, oder? Wie weit muss ich zurück? Ja, ja, okay. Hier. Spure. Und Glückswasser. Du stehst in der Gunst der Waldgöttin, liebe Süffi. Lieber Süffi. Du hast mir alles gebracht, was ich für den Kobold-Tarntrank benötige. Ich werde ihn jetzt herstellen. Die Sache könnte etwas stinken, aber das und höher ist harmlos. So, der Trank ist fertig. Das ging ja schnell. Lieber Süffi, jetzt brauchst du ein Boot. Ein Piesenboote. Immer so, was dir gefällt. Möge vertrauen dich begleiten. Okay, ich habe Tarntrank. Ich soll eins nehmen, das mir gefällt. Dann nehme ich das hier. Aber ich benötige ein größeres Boot. Und schon wieder in unter anderthalb Stunden. Bam, bam, bam. Wir hauen es hier raus. In der Schloss ohne Träume? Oh, guck mal, es ist Süffi die Gegnomte. Light in the dark returns once again.